So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Mein Test. Meine Ursprungsidee war es eigentlich, hier oben großflächig Glas hin zu platzieren, dass das wieder so eine Art Atelier wird, ne? Wo man so schön Freizeitgestaltung machen kann, während man nach draußen gucken kann und ja. Problem dabei, hier ist jetzt alles Holz, während es hier nicht ist. Macht es nicht doch eher Sinn, hier Holz hinzumachen? Weil das Problem ist, dadurch, dass das Glas bis auf den Boden reichen wird, würde man sehen, dass hier was anderes ist als hier. Das würde also voll auffallen. Auch sieht es hier außen nicht ganz sinnvoll aus, wenn es da in der Mitte kein Holzbalken ist. Die Frage ist also wirklich, macht es nicht doch eher Sinn, da doch auch Holz hinzumachen? Ich sage mal, ja. Und ich sage mal, wir haben scheiße viel Stuff im Inventar. Schon wieder. Gut, die ganze Farbe kann ich auch erstmal hier rein. Ups, achso, Wassereimer. Egal. So, du kannst dahin, kannst dahin. Wir haben 49 Holz. Ich glaub, wir hatten erstmal ein bisschen ein paar Bäume. Unser Holz wird low. Kommt her, ihr Bäume, kommt her! Danke. Sehr gut. Sehr freundlich von euch. Ein wenig Holz hacken hat noch niemandem geschadet. Außer die Bäume vielleicht. Den vielleicht schon. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Oh, I don't know. Okay, dann haben wir wieder ein bisschen Holz. 28. Ah ne, plus die. Keine Ahnung, wie viele Fahrten. So, let's go. Das GPS-Motor haben wir natürlich nicht dabei. Aua. Warum haben wir zwei Äxte? Interessant. Weg mit euch. Replacement Tool. Gut, die ganzen Blätter haben wir auch hier mit drin. Ne? Langsam ganz schön viele Blätter. Da sind wir die Kiste ganz schön voll. God damn it. Wir müssen langsam mal anfangen auszulagern. Kopieren. Kopieren. So, voilà. Ja. Ja, gut, das wird halt, ja, ist natürlich da. Ja, scheiße. Aber lieber so als andersrum. Ich glaube, so kann man das machen. So kann man das auf jeden Fall machen. So, und jetzt können wir nämlich hier diese wunderschönen Plexiglasscheiben installieren. Weil ich jetzt schon wieder keinen Bock habe, die ganzen Dinger hochzuziehen. Ich glaube, wir ziehen erstmal einen Baumstammrahmen. Damit wir irgendeine Art von Rahmenvertrag haben für das Ganze. So, eins. Achso, sollten wir hier. Ne, wollte doch passen. Eins, doch vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. 1, 2, 3, 4. War das 4? Ne, von 5. Wo kommt der 5. her? Ach, verdammt, schon wieder Holzstamm. Holz. Dings dabei. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich hab schon wieder 5 Mal geklickt, ne? Verdammte Scheiße. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Whatever.
So, da habe ich natürlich hier schön die Leiter zugebaut. Sehr klasse. Ronny, du bist ein Genie. So. Ja, das reicht nie im Leben für die Querbalken oben. Wir brauchen noch hart mehr Holz. Also am besten wahrscheinlich Bone Meal holen und dann die Bäume züchten, ne? Macht wahrscheinlich am ehesten Sinn. Dann kann ich halt mal ein paar Blätter hier wegbringen. So. Und dann ab nach Hause. Hunger war auch schon wieder. Jawohl. Hey, brauche ich gar nicht. Alles, was wir brauchen, ist Bone Meal. Zäpfchen bekommen wir beim Bäumen bezüchten an sich schon mehr als genug. Bone Meal haben wir oben in die Kisten. Haben wir jetzt hier unsere schöne Produktion? Ja. Habe ich gerade was reingepackt? Ja, habe ich. Oh, ja. 400 Eisen schon mal. Yeah, 400 Eisenklumpen. Nein, dann wird's ja. Was habe ich gerade gesucht? Ach ja, Baumel, Baumel. Bauen wir. Da haben wir. Wir haben nur 7 von dem schlechten. Aber wahrscheinlich immer die beiden mit. Mal gucken, ob das hier reicht. Wenn nicht, müssen wir doch das hier nehmen. Mal schauen. Ja. Da. Falsche Richtung. Du noch da, du noch da, wobei ich pack dich mal noch da. Hacke, Hacke. Ich glaube, ich bin Hacke. So, du noch da. Dafür kommt dann da nämlich gleich der Bau. Jo. Ich glaube, ich nehme doch das Grüne. Okay, das kostet ja viel mehr, als ich dachte. Nee, das ist mir zu teuer. Scheiße, Wand, da braucht ja richtig viel Bohnenmehl. Nee, das ist mir zu teuer. Brauchen wir das gesamte Bohnenmehl für einen einzigen Baum? Das hier hässlicher Fuckboy. Hier ist so eine. Ich wollte gerade sagen, wird es auch noch dunkel. Gut, dann hacken wir lieber doch bei uns zu Hause die Bäume. Ich glaube, das macht dann mehr Sinn. Dann repariere ich erstmal die Werkzeuge. Bisschen brauche ich ja gar nicht. Vor den Echsen haben wir mehr als genug. Ich sollte mir lieber einfach noch ein paar mitnehmen. Aber es sind noch ein paar. 4 extra sollten wir erstmal reichen. So, gehen wir dann mal wieder in den Hinterwald. Wo es nicht auffällt, wenn ein paar Bäume fehlen. Hey.
Erstmal hier die Hälfte liegen lassen, ja moin. Ich bei dir mal aus. Oh, wir sind schon wieder. Ja. Also beziehungsweise ja eben. Wir können ja einfach unser Backpacks nutzen. Oh ja, Kiefernadel habe ich bald mehr als genug. Eieieiei. Was wollen wir mit dem ganzen Scheiß noch machen? Obwohl, können wir Dünger machen zum Beispiel. Dünger oder Plaste. Also gibt's schon Sachen, wo man viele Blätter braucht. Von daher lieber froh sein. Ist tatsächlich so eine Ressource, die kann man zum Glück nicht genug haben. Ich glaube, das wird so eine First-Folge. In der Folge werden wir einfach die ganzen Bäume hier einmal abhacken. Was ist denn hier los? Oh, hier sind schon welche schön abeinander. Ich glaube, die wollen abgehakt werden. Ja, wir sind schon wieder voll. So viele Bäume hier, ey. Die Spitzhacken halten, die Äxte halten echt länger als ich dachte. Ich dachte, die ersten wären jetzt schon längst kaputt. Es ist halt bestimmt dieses typische, wenn man nicht drauf achtet, sind sie super schnell kaputt. Und wenn man drauf achtet, vor allem man sie zum Beispiel reparieren möchte, dann halten sie ewig. Scheiß Ding. Wow. Leute, ihr wisst schon, ne? Seit Corona 1,50 Meter Sicherheitsabstand hier. Wenn das die WHO erfahren würde.
Da würde sie euch direkt auf Twitter canceln. Die sind ja auf Reisepaar unterwegs, Alter Schwede. Richter Corona-Hotspot, auch schon wieder ein paar. Was ist denn hier los? Sag mal, ist hier Valentinstag oder was? Direkt alle abwägen hier. Ich bin die WHO. Ha! So. Und deswegen pflanze ich die Bäume auch direkt wieder nebeneinander ein, damit wir wieder weiter nebeneinander dingsern können. Für die Wissenschaft. Ich bin schon wieder voll. Wir bekommen definitiv zu viele Blätter. Kann man hier nicht ein bisschen... Oh, Alter. Okay, mittlerweile haben wir auch eine Menge Holz. Vielleicht wird es doch langsam mal Zeit. Ja, ich weiß nicht. Aber gut, ich mache jetzt mal Holz hier rein. Und alles andere auch, ganz ehrlich, hier kommt der ganze Kletterratsch. Warum haben wir überhaupt alles dabei, sag mal? Was ist denn los hier? So. Ah, die Tasche hier machen wir noch voll und dann sollten wir erstmal genug haben. An Blättern und an Holz. Voll mal an Blättern. Manche sind so runter wie der hier. Manche, die haben unter sich einen Dirtblock. Manche haben unter sich gar nichts. Was ist mit diesem Mapchen eigentlich los, sag mal? Das ist doch nicht normal. Oh, hier ist wieder Corona-Polizei. Oh, guck dir diesen Hafen an. Schnieke. Schnieke, Schnieke. Was der Toadie da macht. So. Ja, klar. Oh, dann werden die Wald hier einmal ordentlich und umgekrempelt. Rein mal so schlecht aus hier. Oh, die erstmal wachsen wieder. Oder haben wir gar nicht gefällt? Weil sind da Blätter oben drauf. Also ich hätte mir den Baum haben wir gar nicht gefällt. Lol. Aber hier ist auf jeden Fall manche gewachsen.
Mittlerweile haben wir ordentlich Holz hier. Mittlerweile haben wir echt hier ordentlich Holz vor der Hütte. Jetzt soll ich noch hier. Danke. Das ist ja schlimm, ey. Fing gerade an, persönlich zu werden hier. Jawohl. Ich kriege hier auch noch Stammbäume, erkennt an dem krummen Zeug da dran. Hä? Ich hatte gerade die Shift-Taste gedrückt. Was willst du von mir, sag mal? Achso, wahrscheinlich, weil die Bäume ineinander gewachsen sind, waren die Stamm. Also sind die Stämme und. Oh, warte hier gerade. Sag mal. Dadurch, dass die Bäume miteinander gewachsen waren, hat der Baum bei dem Baum die Stämme unterbrochen. Und deswegen hat er dann abgebrochen, weil er halt keine Verbindung mehr war. An der Stelle. Ach ja. So, mach ich hier nochmal die Stammbäume. Ach hier. Ich kann sagen, hast du noch einen gesehen? Da ist noch welche. Geht aber weit runter. Oh, was ist hier los? Was ist denn hier passiert, sag mal? Gut, muss ich auch mal reparieren. Hier ist etwas sehr Fraktes passiert. Na. Ich gehe nicht runter, weil da ein Baumstamm ist. Aus Sicht der Blätter. Was ich aber nicht verstehe, weil ich meine, bei diesen Büschen, wo die ganzen Blaubeeren dran wachsen, also die aus My Test Game selber, die wir auch bei unserem Haus extrem viele haben, da ist es ja so, wenn du die Blätter abbaust und dann selber platzierst, dann hast du ja dieses Parameter 2, wird geändert auf entweder von 1 auf 0 oder von 0 auf 1, sodass dann dort keine Blaubeeren mehr dran wachsen, sodass quasi das Spiel erkennen kann, welche Blöcke selber, ne, welche schon da waren, die haben den 0 oder 1. Und die man selber angebaut hat, die haben den jeweils anderen Wert. Und damit weiß das Spiel, aha, die der Spieler platziert hat, da brauchen keine Bären dran wachsen, weil da sollen keine Bären dran wachsen. Warum macht man das nicht auch so bei den Blättern? Ne? Dass man sagt, okay, die hier, die Blätter, die bei normalen Bäumen sind, ne, sobald ein Baum da ist, wo der Parameterwert 2 0 ist, wenn solche Baumblöcke in der Nähe sind, sind das Originalbaumstämme. Das heißt, wenn Blätter solche Baumstämme sehen, bleiben sie da. Wenn sie solche Bäume nicht sehen, dann decayen sie. Hat den Vorteil, dass man sagen kann, wenn man selber Baumstämme platziert, dann haben die halt Parameter 2 ist gleich 1. Und damit sehen die Blätter diese Baumstämme nicht und die decayen trotzdem. So bleiben sie ewig in der Luft drin, weil sie halt nicht runterfallen. Was halt schon nervig ist, wenn halt ja,
Holzhäuser baust, also allgemein irgendwelche Strukturen aus Holz. Das ist immer ein bisschen blöd. Oh, okay, ich glaube, wir haben mittlerweile genug Blätter. Nein, es fehlt noch ein paar. Herzzerreißend. Naja, genauso wie das da. Das hier sieht auch sehr abstrakt aus. Ah. So, haben wir hier einmal aufgeräumt. Das ist ja einmal alles weg. Außer das hier. Oh ja. Ah. Dankeschön. Ich meine, es ist ja schön, dass Bäume, wenn Bäume wachsen, dass sie dann keine anderen Objekte überschreiben. Ja? Aber auch da könnte man ja wieder so eine Special-Formel reinmachen, wenn die Blöcke, die vorhanden sind, Blätter sind. Vor allem Blätter von der gleichen Baumart. Also wenn jetzt ein, halt, ne, hier so ein, wer sind die Bäume? Kiefern. Baum wächst, dass dann gesagt wird, okay, wenn der Block, der im Weg ist, ein Kiefernblattbaum. Kiefernblattblock ist, dass der dann trotzdem überschrieben wird. Weil diese ständig durch unterbrochenen Baumstämme, ist ja, erstens sieht es halt optisch komisch aus und zweitens ist halt auch zum Fällen von Bäumen hässlich. Ich meine, gut, die Mod ist, meintes Game ist jetzt nicht darauf optimiert, auf diese Woodcutting-Mod, weil, ne, ist ja eine separate Mod. Aber auch allgemein, wie gesagt, würde halt auch optisch besser aussehen. So, ich glaube, das haben wir definitiv mehr als genug von allem. Dann gehen wir mal zurück zu unserer Bude. Oh, wir müssen auch folgen. Ja, siehst du, mit den 30 Minuten hat es auch gut hingehauen. Easy. Zwei Big Bag Packs voll mit Blättern. Easy. Das nenne ich Timing. Ich muss erstmal hier da rein. Alles andere. Ihr könnt erstmal hier einfach alle rein. I don't know. Wobei es sind Saplings, die kommen unten in die Saplingskiste. Das hier eigentlich auch. Warum sind die Blätter drin? Das macht hier gerade alles keinen Sinn. Oh mein Gott. Ja, dann machen wir nächste Folge erstmal Inventarmanagement. Bis dann.